everywhere. So, hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Wir verlieren heute keine Zeit bei Heavy Rain und gehen jetzt erstmal zu der blöden Wache und sagen, die soll sich da verpissen. Denn wir müssen ja den Ethan befreien, damit er noch die letzte ekelhafte Aufgabe machen kann. Und zwar sich einen Hoden veröden lässt. So, gehen wir erstmal hin hier. Weggehen. Gehen Sie raus. Raus. Blake sagte, bitte. Gehen Sie raus. Okay, Sir. Ich warte dann vor der Tür. Vor der Tür ist natürlich scheiße. Verdammt. Sind Sie okay, Ethan? Ich muss hier raus. Ich muss Sean retten. Ich werde Ihnen helfen. Nur wie? Sollte klappen, ihn unbemerkt herauszukriegen. Scheiße, was mache ich da? Beihilfe zur Flucht? Das kostet mich die Marke und bringt mir 10 Jahre Knast ein. Wir müssen versuchen, sie herauszuholen, Ethan. Warten Sie. Ich komme zurück. So, wie kriege ich ihn jetzt da raus? Mit Blake kann ich nicht reden. Glaube ich zumindest nicht. Ich kann momentan gar nicht interagieren. Ich hier bei dem rein, der hört mir eh nicht zu. So, wie kriege ich den jetzt raus? Gary, machen Sie eine Pause. Ich mache das hier. Echt? Ich muss nämlich mal dringend pissen. Die Schlüssel für die Handschellen liegen auf meinem Schreibtisch. Besten Dank. So, Gary, wo ist denn jetzt dein Schreibtisch? So, hier liegt nichts. Jetzt muss er erstmal den Schreibtisch von Gary finden. So, hier ist kein Bulle. Da ist doch mal ein schöner. Zack. Ja, aber das Problem ist, kann ich hier offen mit dem rausspazieren. Weg mit den Dingern. Halt. In den Klamotten kommen Sie hier nicht raus. Ich hole Ihnen was anderes. Sag ich doch. Dann holen wir mal die Jacke, die da eben auf dem Stuhl lag. Mitgemacht, Zensürchen lacht. Da ist das Jäckchen. Wobei, hier steht Police drauf. Ich weiß nicht, was hier vorne auf der Jacke drauf steht. Ja, jetzt habe ich verschissen, ne? Jetzt habe ich natürlich die Jacke genommen. Wahrscheinlich hätte ich da vorne die Jacke auch noch nehmen können. Oh, jetzt. Hier, nehmen Sie das. Die machen Pause. Wenn Sie sich beeilen, kommen Sie unbemerkt raus.
Sofort raus hier. Kein Anhalten, kein Reden, kein Denken. Nur laufen. Was soll ich sagen? Ich... Bitte retten Sie einfach Sean. Ich hoffe, das war kein Fehler. Der Geist der Weihnacht geht hier aus dem aus der Polizei, aus dem Polizeihauptquartier. Ja, war das richtig? Was meint ihr? Ich bin der Meinung, ja. Zumal das Spiel hat ja eben mehrere Enden, so wie ich das schon mitbekommen habe. Und ja, vielleicht werde ich das Spiel dann auch nochmal Schlaumeier. Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft bald, die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Tja. So, aufstehen, komm. Ah, Bambi. Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Polizei? Nein, wir haben sie abgehängt. Der Kerl an der Rezeption ist komisch. Ich traue ihm nicht. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht sie, Ethan. Sie nennen sie den Origami-Killer. Stimmt das? Ich weiß sind es sie nicht. Sie der Killer, Ethan? Wenn ich der Killer wäre, wärst du jetzt weg. Anvertrauen. Ehrlichkeit ist immer der richtige Weg. Ich habe manchmal diese Blackouts. An der Stelle wäre die Alte jetzt weg. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Sag die Wahrheit. Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Oder durch Hypnose. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Und sag ihnen was. Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich, aber nicht früher. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Na, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Sie verstehen einfach nicht, die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden, ich habe keine Wahl. Bitte, Madison, gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Die hängt schon mit drin. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Nee. Ich muss das alleine durchziehen. Muss er nämlich nicht. Ha, die dreht sich nochmal rum. Da! Die will dich schon. Ethan, du raffst es nicht. Das war doof. Hast du jemanden, der auf deiner Seite steht und was machst du?
holst den Schlappen raus und haust ihn dir durch die Fresse. Komm, vierte Rätsel, ab geht's. So, was haben wir noch? Origami. Der Karton. Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Richtig. Zack, Nummer 4. Man hätte auch einfach mal gucken können, ob der Ethan Schuhgröße 41 hat. Hat er das nämlich nicht, kann er gar nicht der Killer sein, weil wie soll der an 41er Schuhkarton kommen? Muss man mal mitdenken hier für 1,50 Euro. Ist doch wahr. Sind sie bereit zu töten, um ihren Sohn zu retten? Jetzt wird's krass. Also, ich soll jetzt einen abknallen. Was machen wir da? Ist ja eigentlich nicht das, was ich will. Weißt du, vorher hier selber Schmerzen zufügen, Finger abschnippeln und so, alles okay. Aber jemanden töten, damit begehe ich ja automatisch schon mal die Straftat und weiß ich nicht. Gucken wir erstmal, was der Shelby jetzt macht. Vielleicht kann der Shelby da irgendwie noch was deichseln und uns irgendwie bewahren. Manfred. 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 Manni! Manfred. Bist du da? Manni. Hallo, Manfred. Wer ist da? Ich. Scott. Scotty. Scott Shelby. Kennst du mich noch? Scott? Wenn das nicht... Scott! Ja, Scott! Hey, schön, dich zu sehen. Wie lang ist das her? Oh, 3 Stunden. Bestimmt schon 10 Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Jawohl! Schön, Manfred wiederzusehen. Wie in alten... Würdest du für mich rangehen? Ja, klar. Gott, sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar, mach ich. Hallo? Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. War es jetzt wichtig? Nö. Na komm, hoch die Tassen. Altes Haus. Also. Ex oder Arschloch? Die Freundschaft. Jawohl! Kipp weg den Humpen! Zack! Nächster! Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Hm. Lass mal sehen. Ja, ich hau mir dabei die Pulle in den Hals. Könntest du bitte so nett sein und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke herholen? Sicher. Na klar. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Hinter der Theke. Da war's doch. Alter Schwede, ist das ein Lübchen, ne? Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Wenn hier eine Briefbombe ist, haben wir aber nichts. Da, guck. Und jetzt ran an die Pulle. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat.
Eine Royal 5. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Oh, schon ein alter Knack. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. So. Gibt es eigentlich noch viele Läden, die reparieren? Ich habe damals alle Lagerbestände quasi für ein Butterbrot gekauft. 1964. Damals. Die wollten das ganze Zeug einfach auf den Müll kippen. Alle Leute, die hier noch eine funktionierende Maschine haben, waren alle zwangsläufig mal bei mir. Aha! Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden oder im Keller. Führst du Buch über deine Kunden? Ja. Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Ich hol sie. Wenn ihr kurz wartet... Ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, mach, komm, Hackengas. Das würde wirklich helfen. Und denk dran, da wo nicht glättest, kannst du flitzen, aber. Nur 2 Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Ab der Fehler, jetzt kriegst du einen Herzinfarkt, pass auf. Glauben Sie, der Mörder war hier? Ja, Ziggy. Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Genau. Lebt er noch? Mörders könnte in Manfreds Büchern stehen. Hallo? Manfred! Hallo? Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss Ihren Namen wissen, Sir. Sir? Hallo? Oh mein Gott. Westone. Oh mein Gott. Money! Schön noch mal ein paar Fingerabdrücke. Jetzt schreit sie. Oh mein Gott. Was tun Sie? Ich rufe die Polizei. Das hat der Mörder schon längst getan. Er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier. Sean Mars' Zeit ist bald abgelaufen. Wir können keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Und was machen wir? Wir nehmen die Bücher, hauen ab. Nee, du bleibst hier. Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Also Lupe, Telefonhörer. So, die Gläser. Ich glaube, da waren gar keine Fingerabdrücke drauf, oder? Ist ja auch egal. Machen wir auch noch sauber.
So, dann hat die den Telefonhörer angefasst drinnen. Ah, hier die Figur, die Figur. Was die alles begrabbelt hat, die Alte. So, und das Fenster. So, wie viele hättet ihr vergessen? Oder habe ich jetzt was vergessen? So. Scott, wie lange dauert das denn noch? Die Polizei kommt jeden Moment. Ich hab's gleich. Ich hab doch alles. Ne, da habe ich ihm nur die Hand gegeben. Die Gläser. Das Telefon. Was noch? Die Polizei ist jede Sekunde hier. Wir müssen hier raus. Ich hab alles, oder? Laurens Fingerabdrücke nicht vergessen. Ich will sie nicht mit reinziehen. Das war's. Fertig. Sind alle weg? Ja. Wird schon reichen. So können Sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. Manni. Endlich mal ein Saufkumpadre hier. Mann. Bringe sie heim, das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Vernünftig. Hören Sie, ich weiß, Sie wollen den Killer. Aber Sie bringen sich selbst nur unnötig in Gefahr. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauche sie nicht. Kalt. Dann suchen Sie halt ohne mich. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn irgendwas schief geht. Halten Sie an. Was? Halten Sie an, verdammt! Alter! Und tot. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte sie nie mitnehmen dürfen. Genau. Ich bin ein Idiot. Ich laufe ihr lieber nach. Genau. Müssen wir nämlich machen, weil wenn die es alleine macht, wird die irgendwie, macht die Scheiße. Ist stur wie ein Esel. Er fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Ich glaube, das ist besser. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Was haben wir da noch? Entschuldigen. Entschuldigen. Es tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Es ist nur... Ich mache mir eben Sorgen um sie. Ich werde das Spiel, das kann ich schon mal sagen, auf jeden Fall nochmal zocken. Einfach weil ich wissen will, was wäre, wenn. Wenn man es anders machen würde, sieht man die gleichen Sequenzen, sieht man das gleiche irgendwie... die gleiche Basis oder so. Interessiert mich wirklich. Finde ich super hochinteressant. Und bin da wirklich mal gespannt, wie das dann beim nächsten Mal ausgehen wird.
wenn man das anders spielt. Wenn man zum Beispiel den einen Typen, also das ist was ich bereue in dieser Folge oder in diesem, in dieser Runde, die ich hier mache, da ich den einen da abgeknallt habe mit dem Bullen. Und hier machen wir die nächste Pause. Ja. Wird Commander Krieger da irgendjemanden abknallen jetzt? Oder nicht? Diese und 5 Milliarden andere weitere Fragen werden euch vielleicht im nächsten Let's Play beantwortet. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ja, seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, es regnet heftig in irgendeiner Stadt, die wir nicht kennen. Und der Ethan hat eine Knarre. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.